Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder mein Fullface Beauty Boxen für dich und heute geht es um die Produkte, die im Februar in diesen ganzen Boxen drin enthalten waren. Und wenn du Bock drauf hast zu sehen, ob die Produkte so miteinander kombinierbar sind und wie das Ganze in meinem Gesicht so funktioniert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kleine Mann tapert hier rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich starte mal mit einem Produkt, was ich in einer Pinkbox drin hatte. Und zwar war das Nagellack. Das habe ich eben mit Erschrecken festgestellt, dass ich den noch gar nicht drauf gemacht hatte. Von Essie in der Farbe Starstruck Accord in der Farbe 810. Das ist dieser Ton, der eigentlich auch optimal zu meinem Kleidchen heute passt. Und der hat auch so Goldschimmer mit drin. Also ich mag den richtig, richtig gerne leiden. Ist eine schöne Farbe und ich habe, also wie gesagt, ne, man sieht auch, dass ich den jetzt gerade super schnell eben drüber lackiert habe, ne? An der Seite ein bisschen gepatzt, aber es ist nicht schlimm. Ich finde den hübsch, ne? Also der wird auch in meiner Sammlung einziehen und ja, mal gucken, wie das sich so dann verhalten wird, aber erfahrungsgemäß halten die Essie-Lacke echt lange, ne? So, die ersten Produkte, die jetzt in meinem Gesicht wandern, waren jetzt nicht in Boxen mit drin enthalten, weil du hast halt in den seltensten Fällen überhaupt Base-Produkte drin. Von NYX habe ich hier den Bright Maker. Das ist ein Primer. Ich weiß gar nicht, wann und wie der in meiner Probier-mich-unbedingt-aus-Kiste gelandet ist. Auf jeden Fall ist der noch original verschlossen und der kommt jetzt direkt auf mein Gesicht. Der kommt in zartem Orange daher. Das hoffe ich, dass ich das gut verteilt bekomme. Und der riecht wirklich sehr fruchtig. Da steht ja auch drauf, irgendwie mit Papaya-Extrakt oder so, ne? Mhm, das riecht man. Aber er sieht ganz gut auf dem Gesicht aus, ne? Macht auch einen schönen frischen Teint und gibt auch wirklich so ein Bright Feeling. Oh, wenn ich meine Finger angucke, sehe ich auch tatsächlich so einen leichten goldenen Glow. Wenn man das nicht mag, ne? Dann ist das wohl nichts für einen. Aber also da sind wohl wirklich Schimmerpigmente mit drin. Trashosaurus ist unser Trash-Wanderpaket, wo wir ja eine eigene Gruppe zu haben. Ich kann euch auch mal im i hier da das Video oder die Playlist oder so verlinken. Und da habe ich jetzt was rausgenommen von Reva Loves Me in der Farbe 01 Light Ivory. Das HD Perfection Make-up. Eine Foundation mit ultra leichter Geschichte irgendwie und soll so ein bisschen Uneinheiten abdecken und einen ebenmäßigen Turn machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kommt sehr fest, also da sieht man richtig so ein Häufchen auf meiner Hand, aber farbtechnisch sieht das sehr, sehr gut aus. Ich verwende Pinsel, die ich übrigens auch mal so in Boxen drin hatte. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel von Fräulein B einen. Wow, das passt von der Farbe her gut. Muss aber definitiv eingeblendet werden, weil das doch sehr trocken ist, ne? Huch! Mein Schwämmchen trägt es gerade ab, das war nicht der Plan. Was ist das denn? Am Schwämmchen ist wirklich nur Wasser gewesen, ne? Denn jetzt, wenn ich das, ne, mit dem Schwämmchen eingearbeitet habe, ist es fast nicht mehr auf meinem Gesicht vorhanden. Ich sehe halt nur noch eine ganz leichte Deckkraft, aber dafür hätte ich jetzt nicht unbedingt die Foundation gebraucht. Hm. Schauen wir mal, ob der Concealer das Ganze retten kann. Da habe ich, glaube ich, aus dem Flaconi Love Brands Adventskalender diesen hier. Das ist der Manhattan Powder Matte Camouflage Concealer. Und den habe ich in der Farbe 100 Fair, was ja eigentlich auch wohl meine Farbe sein müsste. Jetzt nehme ich mir ein Schwämmchen. Das ist übrigens von Twicey 1. Da hatte ich ja mal eine Kooperation, da habe ich das zugeschickt bekommen. Und werde den Concealer mal in meine Augenpartie, nicht in meine Augen, einarbeiten. Oha, da muss man schnell sein, denn der trocknet mega schnell an. Oh mein Gott. Das war Sammy. Junger Mann, was machst du denn da? Hast du dich da jetzt hingelegt? Ist okay. Ja, ist scheinbar okay. Ja? Ja. Na gut. Meine Augenlider sind zurzeit so ein bisschen zickig. Also die sind schuppig unterwegs. Also nicht wundern. Das heißt, da kann jetzt auch gefühlt kein Concealer gegen anstinken. Aber ich möchte halt gucken, wie er sich so unter dem Auge verhält. Und ja, da geht's klar. Ne? Es ist halt sehr, sehr trocken. Und er kriecht jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt nicht in die Fältchen, betont sie aber halt ein bisschen, ne? Da muss ich gucken, wie er sich so verhält, wenn ich jetzt noch weitere Produkte gleich auftragen werde. Aber so First Impression mäßig ist er vollkommen solide. Da kann ich mich nicht beschweren. In die Blissim Box hat uns einen Cream Blush mitgebracht. Und zwar von Bloomy, den Oh La La Le Blush Creme in der Farbe Pink Mood.
Ja, die Blissin-Box ist jetzt ja mittlerweile auch in der deutschen Variante herausbekommen und da habe ich auch eine Kooperationsanfrage bekommen, die ich auch gerne angenommen habe und habe auch tatsächlich schon die deutsche Variante neben mir stehen. Ihr müsst die schon längst gesehen haben, denke ich mal. Ne? Ich habe mir das jetzt auf den Handrücken gegeben, mache den Foundation-Pinsel ein bisschen sauber und gehe dann hier in den Blush rein und trage mir das auf meinen Wangen auf. Sehr subtil, ne? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass es doch so wenig auf dem Gesicht zu sehen ist. Nämlich gar nicht. Denn ich hatte ja schon einen derben Tropfen, ne? Aber der ist jetzt hier schon komplett auf meinem Gesicht. Tja, also du siehst ihn ungefähr gar nicht. Und da kann ich einfach nur zu sagen, dann brauche ich ihn auch nicht, ne? Weil ich kann den nicht über dem hier Pudergedönsen auftragen, über wenn ich abpudern werde und so. Das heißt, ich werde hier gleich drüber pudern und dann ist er weg. Dann sieht man den wirklich gar nicht mehr. Wenn man den auftragen möchte, dann wahrscheinlich auf einer unfoundationierten Haut, also wirklich auf einer ungeschminkten Haut und da dann als kleinen, minimalen, natürlichen Blush-Effekt. Da kann ich mir den vorstellen, aber sowas trage ich halt nicht. Ne? Also für mich ist der nichts. Weil man sieht ihn nicht. Und er hat halt auch die Foundation so ein Stück weit mit abgetragen. Nö. Da ich vor dem Lidschattenprimer ein bisschen Schiss habe, werde ich den nachher erst verwenden. Weil so wie ich das mitbekommen habe, wird der super schnell antrocknen. Ich verwende jetzt von Lavera das Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Das ist dieses hier einfach nochmal, um ein bisschen ja, Leben reinzubringen. Das war in der Glossy Superbox mit drin enthalten. Und das kommt jetzt einfach über mein Gesicht. Ist ein kleiner Stinker, also ne, ist nicht so meine Welt vom Duft her, sehr naturkosmetikmäßig. Ja, aber ich gebe mir halt gerne nach diesen ganzen cremigen Texturen noch ein bisschen Frische ins Gesicht. Die Frage ist nur manchmal, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Das war ein Reim. Aber die meisten funktionieren eigentlich ganz gut. Das Lavera Gesichtspflegespray hatte ich auch schon mal da. Ich meine, dass ich das am Ende aufgebraucht habe, um damit einfach meine Schwämmchen anzufeuchten. Jetzt habe ich ein Puder, ja, auch aus meiner, muss ich noch ausprobieren, Kiste mir rausgenommen. Das ist von Love, dieses Universal Powder. Das ist so ein bisschen rosa eingefärbt, ist ein loses Puder. Und damit werde ich jetzt mein Gesicht einmal komplett setzen. Ich weiß nicht, ob es genau dieses Puder auch bei Purish gibt, aber bei Purish gibt es ja aktuell bis zum 15.03., glaube ich. Vielleicht auch erst, nachdem ich das Video hochgeladen habe, keine Ahnung. 15% Rabatt auch auf die Love-Produkte. Ansonsten könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen mit dem Code ClaudiesWelt15, ist ein Affiliate-Rabattcode, könnt ihr dort ein bisschen sparen. Und hier haben wir auch so ein schönes Netz mit drin. Das mag ich immer sehr gerne. Ich gehe jetzt aber zuallererst mit meinem Schwämmchen einfach so hier über das Netz drüber, weil da ist ja auch schon ein bisschen loses Produkt an Toch, ne? Und das nehme ich mir gerne dann mit der Spitze auf und gehe damit dann direkt unter meine Augenpartie, um das Ganze schon mal so ein bisschen, ja, zu setten. Und dass man das mit diesem angefeuchteten Schwämmchen macht, ist einfach, irgendwie macht das Ganze schöner und flawlesser. Gott, flawlesser. Schöner halt. Also bei mir funktioniert das wirklich gut. Nicey, nicey. Für den Rest meines Gesichtes nehme ich hier so einen Nire-Pinsel. Der war mal in der Goodiebox mit drin enthalten. Was ein feines Puder. Das gefällt mir schon mal direkt. Und damit wird jetzt das Gesicht einmal abgepudert. Ich muss zugeben, dass man jetzt nach dem Abpudern noch ganz leicht den Blush sieht. Also ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt durch die ganzen Lichter und so. Das schluckt halt viel Farben und so, ne? Aber ein ganz Hauch von sieht man in der Realität. Oh, Schatzi, muss er husten, sich verschluckt, ne? Und das Puder ist schön. Das macht ein tolles Ergebnis, ein tolles ebenmäßiges Hautbild. Also das gefällt mir jetzt schon. Ich hatte ja eben ein bisschen gezweifelt, ob das mit meiner Base überhaupt noch was werden kann, ne? Ja gut, von Namen sieht es immer noch furchtbar aus. Gerade an der Nase, was habe ich da gemacht? Leute von heute. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Puder sehr gut zusammen und sieht hübsch aus. Also das mag ich schon gerne leiden, so ist das in Ordnung. Mein Freund und ich wollten nachher noch einkaufen fahren, ne? So kann ich auf jeden Fall aus dem Haus rausgehen. Aber es kommt noch ein bisschen mehr in mein Gesicht rein. Ich habe jetzt keinen Bronzer und auch keinen Highlighter gehabt, aber ich habe in der Sunny Cosmetics bei René Box diese Palette in der großen Variante drin gehabt. Aber die Sunset Glam habe ich ja noch da, die finde ich auch klasse und die kannst du auch als Face-Palette verwenden und das mache ich jetzt auch. Denn diesen Cocoa und auch den Hidden Hills kann ich sehr, sehr gut als Bronzer verwenden und das mache ich jetzt auch. Gehe ich jetzt einfach mit dem gleichen Pinsel nämlich so rein.
Es ist sehr stark pigmentiert und man muss ordentlich Arbeit reinstecken, das Ganze auszublenden. Aber theoretisch kann man mit dieser Palette ein Bronzing-Gedönsen machen. Das sieht jetzt noch übel aus, aber wir kriegen das schon noch hin. Also einfach immer wieder so ein bisschen nehmen. Ich dippe da ein, zweimal rein und dann verblende ich das immer wieder so im Gesicht. Ne? Es ist immer möglich, dass du halt auch Produkte zweckentfremden kannst. Zum Beispiel einfach einen Lidschatten als Bronzer verwenden oder so. Man muss halt immer nur bedenken, das sind eigentlich Lidschatten, die dafür gedacht sind, dass man sie auch kräftig auf dem Auge sieht. Ne? Also ja, vorsichtig mit umgehen, nicht allzu viel Produkt immer aufnehmen, so wie ich das hier gerade am Anfang gemacht habe. Und dann immer wieder vorsichtig verteilen und ausblenden und dann geht es auch vollkommen klar. Und dann kann man solche Paletten nämlich auch, auch super mitnehmen, so auf Reisen, dass du halt eine Lidschattenpalette hast und gleichzeitig halt auch Blush, Bronzer, Highlighter, Augenbrauenprodukt habe ich hier alle mit drin, theoretisch. Ne? Also kann ich die theoretisch wirklich dafür verwenden. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. So, dann habe ich nämlich mein Gesicht jetzt mal ein kleines bisschen auch aufgewärmt, ne? Wobei die Foundation von der Farbe her so gut gepasst hat, dass ich jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis danach hatte, mein Teint wieder ein bisschen zum Leben zu erwecken. Es ist okay, ne? Haut mich jetzt aber nicht ganz so sehr vom Hocker. Jo, jetzt gehen wir zu Blushes. Auch da habe ich in dieser Sunnybox diesen Love Bronzer drin gehabt, den ich echt schön finde. Das war jetzt ja auch passend irgendwie zum Valentinstag, ne? Weil Februar und so, yay! Claudinchen hat nicht nachgedacht und hat jetzt ihren Mist. Ich habe mir meinen Nagel hier gerade relativ frisch lackiert und habe damit jetzt gerade versucht, die Box aufzumachen. Au. Ja, genau. Ein Herzchen. Finde ich persönlich ganz hübsch, ne? Von der Verpackung her, wobei ich diesen Print vorne drauf nicht so gerne mag. Das finde ich nicht so hochwertig. Und das hier ist eigentlich auch so eine Art Flush. Also du hast hier Blush, Bronzer und Highlighter in einem Produkt. Ja, ist mir aber zu rot. Ne? Also das muss ich schon differenzieren. Ich nehme jetzt auch wieder den gleichen Pinsel, dippe hier vorsichtig rein, oh, vielleicht auch ein bisschen intensiver und trage mir den jetzt hier so als Blush auf. Wow, aber nur auf diese Seite, weil ich auf der anderen Seite noch was anderes habe. Wow, der ist wirklich intensiv und der hat richtig groben Schimmer drin. Blauen Schimmer, Leute. Nee, den mag ich nicht. Den fand ich in der Verpackung zuallererst hübsch, aber wenn ich den jetzt auftrage, das ist nicht meine Welt. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich mir den als Bronzer auch noch aufgetragen hätte, auf gar keinen Fall. Also ich fängt die Kamera das auch nur im Entferntesten auf. Was hier gerade abgeht, das ist eine Glitzerparty vor dem Herrn. Nee, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Wirklich nicht schön. Nee, das erinnert mich eher an Karneval als an sonst was. Der ist durchgefallen. In der Look Fantastic Beauty Box und auch in der Glossy Box Girls hatten wir von Lottie London in der Farbe Haze diesen Blush drin enthalten. Den hatte ich auch schon in meiner Sammlung, weil wir den auch, glaube ich, schon mal in der Glossy Box oder in der Pink Box mit drin hatten. Keine Ahnung. Hat so eine Marmorierung mit dabei. Und da gehe ich jetzt einfach auch wieder so intensiv. Nee, am Handtuch ein bisschen sauber machen. Ich habe Angst, Leute. Oh, ich lerne auch manchmal nicht aus meinen Fehlern, ne? Und trage mir den jetzt hier mal so auf. Ja, der ist schon sehr intensiv, der ist aber relativ matt und der hat halt nicht diesen blauen Glitzerschimmer drin. Das ist viel, viel schöner. Was mache ich denn mit der Seite? Das sieht so schlimm aus. Nee. Kriegst du auch nicht abgemacht, ne? Ich glaube, ich muss damit jetzt leben. Es ist jetzt ja auch immer noch irgendwie so kurz nach Karneval. Gut, Aschermittwoch ist durch, ne? Aber trotzdem, egal. Wie gesagt, ich gehe gleich einkaufen. Ich habe bei dem Mystery Sale von der Glossy Box zugeschlagen und da hatte ich auch in einer der Boxen diese Duze oder Duze Palette mit drin enthalten. Die kennen alle, die schon mal irgendwann irgendeine Glossy Box im Abo hatten wahrscheinlich. Ne? Auch hier hätten wir theoretisch Blush, Bronzer, Highlighter, Lidschatten, Rampampam, Augenbrauen, Kram drin. Ich werde sie jetzt verwenden als Highlighter und für die Augenbrauen. Soul Styles ist hier nämlich der Highlighter und der ist sehr, 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 sehr schön. Trage ich mir einfach hier auf. Das ist ein schöner Champagnerton. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Reisepalette. Ne? Ich bin aktuell noch ein bisschen am Überlegen, weil ich im Mai auch tatsächlich eine Reise antreten werde nach Korfu. Da wurde ich von Dalton eingeladen. Und da weiß ich noch nicht, welche Palette ich mitnehmen möchte. Also entweder diese hier oder die von Sunny Cosmetics oder von Hatice Schmidt Labs die Holy Palette. Auch die hat ja Blush Bronzer Highlighter mit drin. Muss ich echt noch mal ein bisschen durchprobieren und gucken. Und wie auch schon angekündigt, werde ich hier dieses Light Brown verwenden, um mir damit die Augenbrauen zu machen.
Nee, die Farbe sieht irgendwie zu gelbstichig aus. Ich greife jetzt mal wieder zu der Sunset Glam Palette und nehme den Ton Hidden Hills, weil der ist halt noch so ein bisschen aschiger vom Ton her. Als ich die Glossybox Superbox ausgepackt habe, habe ich noch zu diesem Eyebrow Gel gesagt, dass ich das sicherlich nicht mehr in meiner Sammlung habe, weil das eigentlich nicht so gut hält. Ich habe es wohl doch noch behalten. Genau, das möchte ich jetzt gerne mit euch mal wieder verwenden. Das habe ich auch schon die letzten Monate immer mal wieder verwendet, weil das auch so ein Produkt ist, was uns immer mal wieder in Boxen begegnet. Hat so einen riesen Applikator, ist aber ein recht solides Produkt. Ja, aber ne? Ich habe halt eigentlich so meine Präferenzen und das gehört jetzt nicht so unbedingt zu meinen präferierten Augenbrauengelen, weil das nicht so diesen starken Halt hat. Ja, recht viele Lücken in meinen Augenbrauen, weil ich mit Puder nicht so gut klarkomme. Vor allem Puder in Kombination mit einem Gel, das hält meistens nicht ganz so gut, ne? Dass diese Palette in der Glossybox Superbox enthalten war, fand ich total cool. Ist von La Splash die Eyeshadow-Palette. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen speziellen Namen hat oder so. Ist auf jeden Fall wunderschön. Ja, einfach so eine ganz spezielle, ne, Designgeschichte. Von innen ist es aber super natürlich und das kann ich jetzt einfach für einen Alltagslook verwenden. Und mit dem Schwarz, mit dem Onyx kann ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Ich starte hier mit dem Ton Selenite und das ist ja so ein ganz, ganz heller, fast ja perliger Ton. Und damit setze ich jetzt einmal komplett mein Lid und ihr seht jetzt hier auch, ne, dass es so trocken ist, da pellt sich die Haut. Das habe ich ab und an mal alle paar Monate, kommt das bei mir, da denkt euch nichts bei. Meistens ist es einfach, ja, ne, im Laufe der Zeit, dass die Haut sich erneuert und das macht sie gerade bei mir. Jetzt nehme ich mir diesen hellbraunen Ton Aragonite, dunkles Senf, man weiß es nicht, sehr stark pigmentiert. Den setze ich mir hier außen an und blende den auch ein bisschen hier so in meine Lidfalte rein. Jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel und die Farbe Sunstone, das ist so ein rosa Ton. Und damit verblende ich quasi den Ton Richtung ja, Augenbraue. Also man sieht diesen Sunstone ungefähr gar nicht. Aber er ist da und irgendwas macht er bestimmt. Nein, der verfeinert schon die Kanten, also das kann man nicht anders sagen. Ne? Also der hat schon eine Funktion. Also ja, ja, alles gut, alles gut. Jetzt gehe ich hier in den Ton Tiger's Eye. Das ist ein ganz dunkles Braun. Und der kommt an den unteren Wimpernkranz dran. Ja, der Concealer ist gut, weil er nicht gecreased hat. Ne? Also das ist schon mal sehr positiv anzumerken. Finde ich wirklich gut. Auch hier gehe ich nochmal mit diesem Sandstone, mit diesem Rosa ein bisschen entlang, damit das grau an Ort und Stelle bleibt, beziehungsweise nicht grau, dieses Dunkelbraun, ne, dass es nicht zu tief kommt. Zwischenzeitlich habe ich jetzt hier mal ein ganz verrücktes Produkt, was in der Glossybox Girls drin war, und zwar von Wunder 2, der Prime and Behold Professional Primer for Color Cosmetics. Ja, eigentlich ist es quasi ein Lidschattenprimer, aber den müsste man dann eigentlich unter Lidschatten drunter machen, der ein bisschen intensiver ist. Ne? Egal, ich ziehe mir den jetzt wie so eine Cut Crease mal. Also ich trage mir den dann einfach hier am Wimpernkranz auf, dann gucke ich nach oben und dann ja, kriege ich den quasi wie so eine Cut Crease hin. Problem ist nämlich bei diesem Schätzelein, dass er halt diesen bläulichen, lilanen Schimmer drin hat. Ihr seht das auch, ne? Das ist ein bisschen schwierig, aber gut. Mal gucken, wie der sich dann gleich mit den Lidschattengeschichten noch so kombinieren lässt, ob er noch irgendwie blau durchscheinen möchte oder ob er den Lidschatten den Vorrang lässt. Hier verwende ich jetzt den Ton Rose Quartz. Das ist dieser ja, rosa schimmernde Ton und da habe ich mir gedacht, dass das jetzt am besten auch mit dieser Base zusammen funktionieren könnte. Ein sehr pulveriger Ton. Wow, kommt gut was auf den Pinsel. Und den presse ich mir dann jetzt hier einfach mal auf meine Cut Crease. Das funktioniert viel besser, als ich gedacht hätte. Ich meine, die Lidschattenpalette hat auch eine gute Qualität, aber ja, ich glaube, das wird was. Der Wahnsinn. Also ich war ja super skeptisch mit diesem Eye Primer, ne? Aber so als Cut Crease ist der mega krass. Also das finde ich gerade richtig, richtig cool. Richtig gelungen, mag ich enorm gerne leiden. Wenn das jetzt auch noch so ordentlich hält, ne? Dann ist das so ein neues Schätzchen für mich, weil guck mal, wie metallisch das aussieht. Gefällt mir. So, für den Innenwinkel und den Augenbrauenbogen verwende ich jetzt aus der Douce Palette einfach diesen Highlighter-Ton wieder. Das muss ja nicht so super spektakulär sein. Und als Eyeliner ziehe ich mir jetzt hier mit dem Onyx, mit dem Schwarz einfach, ja, mit so einem Puder-Vieh was, ne? Das kann man ja auch machen, wenn man so eine Palette da hat. Warum eigentlich nicht? Und dann nehme ich jetzt hier den Augenbrauenstift quasi, den ich hier habe. Pragmatisch denken, das ist immer wichtig.
Ja, mit so einem Pudervieh funktioniert das natürlich nicht so detailmäßig schön, ne? Also das muss ich gestehen, da bevorzuge ich persönlich bei Eyelinern einfach eher flüssige Viecher. Aber ich finde, es sieht vollkommen in Ordnung aus. Ich möchte das Ganze in meinem Gesicht einmal fixieren und da habe ich in der Goodiebox von Kinder Beauty das Calm Kind Mist drin gehabt. Das ist dieses hier. Also ein ja, Setting-Fixierungsspray. Mal gucken. Hydrating Setting Mist, genau. Ja. Ne? Schauen wir mal. Oh ja, schöner Sprühstoß, genau. Oh, das tut gerade so gut. Genau. Ja, feiner Sprühnebel. Trotzdem gehe ich noch einmal kurz mit. Ich habe gerade einen Spiegel gesucht und gucke auf mein Blatt Papier, genau, wo ich mir aufgeschrieben habe, aus welchen Boxen ich welche Produkte raus habe. Läuft bei mir. So. Mascara, ja. Da hatte ich jetzt keine in Boxen drin, aber in einem Adventskalender und die ist mir jetzt auch öfters mal in der Werbung über den Weg gelaufen. Und zwar von Asa Magic Finish die 5-in-1 Hybrid-Mascara. Also ich glaube, dass die das war, die jetzt immer wieder in der Werbung kommt. Und sicherlich habt ihr das auch schon hier in diesem Video irgendwo mal als Werbeeinblendung gehabt, war. Und das ist ein Gummibürstchen, was obendrauf so ein Stachelvieh hat. Da habe ich ja ein bisschen Respekt vor, ne? Aber wir gucken einfach mal, wie die so funktionieren wird. Müffelt. Also den Duft mag ich jetzt nicht so gerne leiden. Aber gut, wir schauen mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, ich muss das gleich retten, weil ich sehe weder Volumen noch Länge noch Definition und dieses Auge ist total verhunzt. Ganz, ganz übel. Also ich werde jetzt versuchen, das Ganze mal so ein bisschen zu retten. Und dann schauen wir mal. Also mal gucken. Also ich nehme jetzt hier mal die Catrice Go Big Go Bold Mascara. Das ist so eine, ja, ne, so mit so einem dicken Gummibürstchen. Da versuche ich jetzt noch ein bisschen die Wimpern hier auch zu trennen und so. Mal gucken, ob ich das irgendwie noch gerettet kriege. Weil, wie gesagt, ich wollte nachher schon noch ganz gerne das Haus mit diesem Look verlassen. Jetzt habe ich auch noch die Essence in Another Volume Mascara Bud Better. Aber, also, ne, das waren jetzt hier einfach nur so ein paar Rettungsversuche, die ich da gemacht habe, um halt irgendwie ein halbwegs akzeptables Ergebnis hinzukriegen. Ich habe natürlich super viel mit Mascara rumgeschmiert. Da kann ich euch empfehlen, wenn es getrocknet ist, einfach mit einem Spoolie da so die Sachen zu entfernen. Das war jetzt noch nicht ganz so gut getrocknet, aber es lässt sich eigentlich total easy wegbürsten. Ne? Also trocknen lassen und dann wegbürsten. Naja, so kann ich auf jeden Fall halbwegs damit leben. Ne? Ist okay. Jetzt gehen wir mal zu den Lippen. Und meine Herren, hatten wir viele Lippenprodukte in Beautyboxen drin enthalten. Da muss also gleich Alexa auf jeden Fall ran. Zuallererst hatten wir in der My Little Box, wenn man das neu abonniert hat und so weiter, von Bobbi Brown einen Lippenstift drin enthalten. Das ist dieser hier. Den hatte ich euch auch direkt mal auf den Lippen gezeigt. Ist die Farbe Soft Berry. Sowohl in der Glossy Box als auch in der Glossy Box Girls hatten wir von Note in der Farbe 202 Lovely Pink diesen Lipstick drin enthalten. In der Pink Box hatten wir von Oolac diesen Metallic Shine Lipstick drin. Das ist auch ein wunderschönes Teil. In der Sunny Cosmetics bei René Box hatten wir den Gloss Universal Lip Luminizer in der Farbe Sweet Talk drin enthalten. Das ist dieses Herzvieh. Und wir hatten auch mit drin enthalten so ein Lip Gloss, das glaube ich, genau 2 in 1 in der Farbe Boss. In der Goodiebox haben wir von der Marke Tease Beautiful But Habit, satisfy for urge for, nein, satisfy your urge for playful provocation. Genau, da haben wir diesen Lippi drin enthalten gehabt. Und last but not least hatten wir in der Glossy Box Superbox von Mellow Cosmetics den Matte Liquid Lip Paint. Also, wow. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 7. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 7. Es ist 1. Und guck, dann nehmen wir mal von Bobbi Brown diesen Lippenstift, der in der My Little Box enthalten war. Das ist so ein ganz klassisches Tönchen, was jetzt auch gut zum Look passen wird. Also definitiv ein schönes Tönchen, ne? Also ich mag den ganz gerne leiden und ja, das ist auch eine sehr schöne Verpackung, sehr hochwertig, hat Alexa auf jeden Fall gut entschieden. Als allerletztes hatte ich jetzt noch
in der Blissim-Box eine Parfümprobe von dem Alien Goddess von Mugler. 1,2 Milliliter, yay, ne, wissen wir alle, ist nicht ganz so viel. Ich meine, dass ich das beim Unboxing auch drauf gemacht habe, aber jetzt werde ich das nochmal drauf machen und dann quasi in den nächsten Tagen auch aufbrauchen, dass ihr das dann auch im Aufgebraucht-Video nochmal sehen werdet. Und ich mag ja gerne das Alien, aber das ist ja dieses Alien Goddess, das ist, glaube ich, noch ein bisschen süßer, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, mag ich gerne leiden, also ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann dieses Parfum in groß kaufen oder wünschen würde. Ist halt so sagt teuer, ne? Aber wünschen kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Es ist, in letzter Zeit wird das ganz schön nudig hier, ne? Muss ich auch wirklich gestehen. Aber es gefällt mir. Also bis auf die Mascara, das finde ich ein bisschen, hat den Look ein bisschen kaputt gemacht und die Augenbrauen, naja. Jetzt so alles in allem gefällt mir auch tatsächlich die Base, bis auf diesen Blush, der ja ganz furchtbar ist mit diesem Glitzer. Wow, mag ich gar nicht leiden, nee. Aber ja, selbst jetzt ja, von der Nähe sieht das echt furchtbar aus mit diesem Foundation-Gedönsen auf der Nase. Also die Foundation wird nicht bei mir bleiben, das ist nicht mein Freund. Aber ich werde den Primer auch nochmal ein bisschen ausprobieren. Concealer ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Joa, ne? Da habe ich mich jetzt mal wieder so ein bisschen durchprobiert und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!